Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Hellblade Senua's Sacrifice. Diesmal ist es unsere Aufgabe, eine Brücke zu fixen und ich würde sagen, wir können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Hier unten findet ihr wie immer unsere Social Media Sachen und ja, dann fangen wir doch mal an. Mother, I won't let the darkness trick me again. I know you're safe with the gods. I can feel Hela's gaze, searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Dillion. I will fulfill my vow, whatever the cost. So, dem ich jetzt auch endlich den Weg gefunden habe. Gehen wir erst nach rechts oder nach links? Schauen wir mal links rauf. Say the world will come to an end. They call this Ragnarok, the destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then, mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Ja, das klingt doch absolut ermutigend so. Oh, das sieht aus wie ein Kampfpit und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gleich mein Schwert ziehe. Oder wenn noch nicht jetzt, dann wenn ich zurückkomme. Weil warum sollte dieser Raum sonst einen so großen Dings haben? Oh, ein Stück Brücke haben wir gefixt. Jetzt ziehen wir bestimmt gleich unser Schwert. Die Angelhaken, die da runterhängen, sind auch unglaublich beruhigend. Ja, oh mein Gott. Huch! Der Penner! Und da ist ein Schildtyp, cool. Na komm ran. It's nearly over. Finish it.
Oh! Ah, scheiße. Nein, ich will jetzt nicht drauf gehen. Komm schon. Ich habe vorhin auch den Boss zusammengekloppt, ohne zu sterben. Oh, scheiße. Natürlich ist ein Doppel-Axt-Typ da, weil wie sollte es sonst sein? Ich finde es auch nicht gut, dass ich meinen Herzschlag schon wieder hören kann. Behind you. Ah. Behind you. Nicht gut, dass ich hier gerade voll in einem Eck drin stehe. Kann ich hier vielleicht mal raus? Ja, ich komme nirgendwo hin. Ich bin hier einfach voll eingekesselt. Fuck. Nein. Ah. Ich will wohl echt wissen, ob man komplett draufgehen und von vorne anfangen können muss. Jetzt muss ich die Scheißbrücke nochmal zusammensetzen. Wut und Hass. Vor allem der Axttyp alleine ist ja schon scheiße. Aber halt noch mit drei anderen Typen macht's das halt nicht so viel besser, ne? Vor allem, wenn wir über diese dumme Brücke drüber laufen, laufen wir eigentlich einfach nur drüber und freuen uns, dass wir über die dumme Brücke laufen können, wenn sie fertig ist. Nein! Natürlich ist der Schildtyp auch direkt wieder am Start. Scheiße. Natürlich lasse ich mich auch wieder direkt niederschlagen. Was ist eigentlich los mit mir? Es war jetzt unklug, dass ich direkt jetzt meinen Fokus benutzt habe, weil gleich kommen dann die Schattendudes. Richtig gut habe ich das gemacht. Nicht. Scheiße. Behind you. Ah. Wie habe ich es geschafft, vorhin eine Stunde lang diese Monster auszuweichen und jetzt schaffe ich es nicht mal, drei Typen auszuweichen? Behind you,
Ich höre meinen Puls schon wieder. Das finde ich nicht gut. Behind you. Immerhin einer weg. Nur noch drei, voll gut. Ha! Nein, okay, ich wurde wieder runtergeschlagen. Kann ich wieder aufstehen? Kann ich bitte wieder aufstehen? Jetzt habe ich nur noch den Axttyp, der ja überhaupt nicht unschillig ist oder so. Nö. Nein! Scheiße. Scheiße. Steh auf. Los. Natürlich ist er jetzt ein Schattendude. Was sollte er auch sonst werden? Immerhin höre ich jetzt nicht mehr mein Herz pulsieren. Das ist schon mal ein Anfang. Fuck! Nein! Kann ich bitte... Nein! Jetzt steh auf! Warum bin ich so? Scheiße! Ich sollte sicherer spielen. Oh! Ich bin doch von hier gekommen. Also, hier habe ich doch die Brücke zusammengesetzt. Ich muss doch nicht hier lang. Ja, okay, jetzt ist die Tür wieder offen. Ich hoffe einfach nur, dass ich nicht jetzt überall bei jedem Mal Brücke zusammensetzen, einmal draufgehen. Ich habe das Gefühl, das wäre eine ganz, ganz schlechte Idee. This isn't just a broken bridge, is it? Mother, you showed me how to see further. To see
see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. To lead so that others may follow, or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. Ragnarok, the destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then, mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Muss ich nicht hier irgendwie was machen können? Oder vielleicht erst später? Ich glaube, jetzt kann ich vielleicht das hier unten so zusammensetzen. Wir werden sehen. She must see. She has the sight. She can see the secrets. Ja, irgendwie. Irgendwie nicht. Ja, noch nicht über die Brücke. There's an illusion. She's found a way. There's a way. She can see. She must align herself. She can do it. That's the door. She aligns herself. Ah, so war das. Erstmal einen Weg bauen, damit ich. Dieser Ding mit den Illusionen. Dabei dachte ich, ich hätte bei Ravnan die umgelegt. Aber das hat ja anscheinend nicht gereicht, um Illusionen zu zerstören. Nee, nee. Dadurch haben wir sie nur freigeschaltet. Das sieht mir schon wieder nach einem. Zumindest nach so einer halben Kampfarena aus. The Northmen say, the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchman will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Ich hoffe, mich greift nichts an. So, machen wir hier schon mal auf. Es ist immer gut, schon mal alle Türen aufzumachen, präventiv. Falls wir später laufen müssen, spart uns das Zeit. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Das hier sieht mir nach einer Prügelstätte aus, aber wir gehen erstmal noch nach oben. Und finden hier einen Northstone.
The Northmen say that at Ragnarok, the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash. Trolls will walk the land. Men will tread the road to hell. And the heavens will split open. Seinen Popo klopfen. Na! Warum stecke ich hier schon wieder fest? Nein! Hör auf jetzt! Steh auf und geh aus diesem Eck raus! Ich stecke hier fest! Ich. Oh. Uff! Natürlich kommt da direkt ein zweiter mit an. Weil einer reicht nicht. Oh, er ist tot. Ja, und ich stecke schon wieder irgendwo fest. Ich sollte aufhören, hier irgendwie am Rand rumzulaufen. Das tut mir nicht gut. Stirb! Boy, he dead. Oh nein. Schilddude und was haben wir noch? Ein Schattendude. Okay, damit komme ich klar, hoffe ich. Und natürlich ist wieder was hinter mir. Schon wieder mein Herz pochen. Kacke. Nein! Ja. Uff. Ich finde das nicht gut. Mein Herz soll endlich aufhören, hier zu pochen, Mann. Ich habe keine Zeit und keine Lust, das nochmal zu machen. Ja, endet, sagen die. Sollen die Stimmen es halt selber beenden, Mann. Wenn sie sich doch toll finden. Jetzt hat endlich. Natürlich ist da nochmal ein Schattentyp. Wie sollte es auch anders sein? Gut, dass ich wenigstens kurz vor Ende des Spiels langsam lerne, wie man pariert.
Ah nein, ich habe ja noch gar nicht die Brücke repariert, stimmt. Ich bin ja direkt in den Kampf gekommen. Oh, meine Hände sind schon wieder so schwitzig, das ist ja ganz furchtbar. Das war's dann auch. Wir haben jetzt die Brücke fertig repariert und ich würde sagen, dass wir uns beim nächsten Mal dann heiter auf die Brücke begeben. Ja, genau. Hier unten könnt ihr wie immer unsere Social Media Sachen sehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch oder abonniert uns, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.